Ich habe getestet, wie es ist, wenn man Stand-Up-Comedy auf Drogen macht. Am Gymnasium Grafing, wo ich zur Schule ging, gab es immer so Literaturwettbewerbe, wo die Gewinner ihre Geschichten vorgelesen haben. Ich war damals einer der Gewinner, aber anstatt einfach die Geschichte vorzutragen, habe ich einfach so random ein paar wacke Jokes gemacht. Ich hab von gestern schon gesagt, versteht man nicht? Das Lernen, das ist nicht der einzige Grund, wieso ich vielleicht zu Hause bleiben hätte, sondern ich habe auch ziemlich Kopfweh. Das sieht man vielleicht das noch nicht, aber schauen Sie mal hier, Kopfweh. Ich werde frei vortragen. Ja, das ist inzwischen über 10 Jahre her und irgendwie war das schon sehr ähnlich zu einem Stand-Up-Auftritt. Spätestens seitdem es Netflix gibt, bin ich so ein richtiger Stand-Up-Junkie. Ich ziehe mir wirklich alles rein. Inspiriert davon habe ich mir jahrelang ab und zu ein paar Jokes notiert. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass die Jokes noch zu schlecht sind für einen Auftritt. Dieses Jahr habe ich dann in Podcasts sehr viele erfolgreiche Stand-Up-Comedians über den Anfang ihrer Karriere sprechen hören und fast alle sagen, dass sie am Anfang schlecht waren und bei ihrem ersten Auftritt nur weniger Lacher erzeugt haben. Als Laie geht man davon aus, dass Stand-Up-Comedians einfach ultralustige Typen sind, aber in Wirklichkeit besteht Stand-Up größtenteils daraus, Jokes zu schreiben und die dann vor Publikum auf einer Open-Mic-Night zu testen. Wenn ein Joke nicht ankommt, nimmt man ihn raus oder versucht ihn so umzuschreiben, dass er dann doch funktioniert. Und dann nach unendlich vielen Testauftritten hat man irgendwann ein witziges Programm. Auch bereits heute erfolgreiche Comedians haben diese Vorgehensweise, wenn sie ein neues Programm schreiben. Ich bin dann einfach erstmal als Zuschauer zu so Open Mic Nights, also zu Comedy-Shows, wo jeder auftreten darf, der sich auf Facebook einträgt, gegangen. Und als ich da dann häufiger beobachtet habe, wie Comedians übel abgekackt sind und kaum Lacher erzeugt haben, konnte ich die Ansprüche auf meinen ersten Auftritt nochmal deutlich runterschrauben. Wenn ich mindestens 2 Lacher erziele, bin ich zufrieden. Ja, und dann habe ich mich für meinen ersten Auftritt angemeldet. Ich hatte inzwischen an die 10 Seiten voll mit Jokes. Ich suchte mir die mit dem meisten Potenzial raus und übte sie hunderte Male in meinem Zimmer. Leider hatte ich verplant, dass an dem Tag, wo ich mich angemeldet hatte, Oktoberfest war und daher der Raum relativ leer war. Trotzdem war meine Aufregung vor dem Auftritt einfach sowas von heftig, fast so als hätte ich durchgehend eine Panikattacke. Puls auf 180, um mich herum bekomme ich nichts mit, ich kann nicht still sitzen. Nach circa 60 Minuten von sehr unruhigem Sitzen kam ich dann endlich an die Reihe. Ich habe meine Ernährung umgestellt, nachdem ich so eine Doku gesehen habe. Da hat man erst so Tiere in Massentierhaltung gesehen und danach so Tiere, wie sie fröhlich auf der Wiese herumtollen. Und ja, seitdem achte ich sehr genau darauf, welches Fleisch ich esse. Und zwar kaufe ich jetzt nur noch das Billigfleisch. Ich will ja schließlich nicht das Arschloch sein, was für den Tod von den glücklichen Tieren verantwortlich ist. Kennt ihr das, wenn ihr jemanden umgebracht habt und dann genau dann ruft eure Mutter an und ihr denkt euch so, ah geil, perfektes Timing, yes. Okay, kennt ihr nicht? Ich hab gedacht, das ist so ein Ding, so. Dann ist man Feministin. Ja, das war's. Es haben definitiv genügend Jokes gezündet für den ersten Auftritt. Weil ich die Jokes so oft zu Hause ohne Publikum geübt habe, habe ich fast den ganzen Auftritt lang auf den Boden geschaut. Der Witz, der am schlechtesten ankam, war dieser hier. Habt ihr schon mal versucht, ein großes Stück Stahlrohr das Klo runterzuspülen? Funktioniert nicht, also esst kein Stahlrohr. Der Witz war hauptsächlich für mich, also da haben alle gesagt, mach den Witz nicht, aber ich will da schauen, man muss einfach schauen. Ich habe auch neulich versucht, eine ganze Pizza das Klo runterzuspülen. Das hat auch nicht funktioniert, also seitdem esse ich auch keine Pizza mehr, man weiß ja nie. Ja, den habe ich danach nie wieder gemacht, obwohl ich den bis heute eigentlich saugeil finde. Mein Humor ist halt etwas Stranger. Schreibt einmal Stahlrohr in die Kommentare, wenn ihr diesen weirden Joke witzig fandet. Keine Sorge, der Drogenpart kommt noch. Dann kam mein zweiter Auftritt.
Ja, ist mein zweiter Auftritt heute. Ich habe viel Feedback bekommen nach meinem ersten Auftritt. Ein Feedback war zum Beispiel, dass man merkt, dass ich es auswendig kann. Deswegen tue ich jetzt so, als würde ich ablesen, dass ihr auf keinen Fall auf die Idee kommt, dass ich es auswendig kann. Beim zweiten Auftritt saßen ein paar Jungs in der ersten Reihe, die bei so gut wie jedem Joke abgebrochen sind. Grüße gehen raus. Erstmal alle Geimpften hier im Raum gerade klatschen. Okay, einmal alle Ungeimpften klatschen. Okay, also entweder, also es könnte ja gut sein, dass die Ungeimpften einfach immun gegen meine Befehle sind. So, ich bin doch kein Schaf, ich klatsche doch nicht nur, weil er das sagt. So. Der Rest des Publikums hatte einen eher schockierten Gesichtsausdruck. Sondern nur Feministin. Ich selbst lache halt am lautesten bei so schwarzem Humor. Also Comedians wie Louis C.K., Jimmy Carr, Jim Jeffries, Ricky Gervais, Bill Burr, Dave Chappelle. Das sind schon so die Goats meiner Meinung nach in genau der Reihenfolge. Das führt dazu, dass die meisten meiner Witze auch eher schwarz sind. Zu Zeiten von politischer Korrektheit wird schwarzer Humor immer weniger gern gesehen. Aber ich sag hier ganz klar, Black Jokes matter. Schwarzen Humor finde ich am witzigsten oder so sinnlosen Humor wie Helge Schneider. Was sind eurer Meinung nach die lustigsten Comedians? Schreibt es in die Kommentare. Der dritte Auftritt war dann der erste, den ich auf Drogen machte. Und zwar dachte ich mir, dass es spannend wäre zu schauen, wie sich die russische Droge Fennibut auf die Stand-Up-Experience auswirkt. Da Fennibut auf die GABA-Rezeptoren wirkt, könnte es das Lampenfieber mindern und man ist da auch euphorisch und kann gut denken, was die Bühnenperformance verbessern könnte. 3 Stunden vor dem Auftritt nahm ich etwas über 1 Gramm Fennibut. So Leute, es ist jetzt noch eine Stunde circa bis zu meinem Auftritt und ich spüre das Fennibut auf jeden Fall. Ich fühle mich sehr energiegeladen. Hat das Fennibut was gegen das Lampenfieber gebracht? Ich habe so gefühlt, wie in mir die Droge mit dem Lampenfieber gekämpft hat. Die Droge so, wie wäre es, wenn du dich ein bisschen entspannst? Darauf das Lampenfieber, Bro, du hast sowas von keine Chance gegen mich. Okay. Also in der Dosis hat Fennibut gefühlt nichts gegen das Lampenfieber gebracht. Hat das Fennibut bei meiner Lockerheit während des Auftritts geholfen? Wenn dann unterbewusst. Der Auftritt war bis heute einer meiner erfolgreichsten Auftritte. Bei jedem Witz hat das Publikum gelacht. Es lag aber daran, dass das Publikum halt meinen Humor hatte. Wer ist denn hier der Veranstalter von dem Ganzen hier? Du bist der Mike, der Open Mike. Okay, ich habe mir gedacht, ich vergesse mal. Ihr habt gedacht, so, trotz der vielen Vorteile, die euch vielleicht jetzt da kommen, empfehle ich es nicht zu morden, weil ein Nachteil, den so Morden mit sich bringt, ist, dass wenn man einmal jemanden ermordet, dann ist man für immer Mörder. Man kommt da nicht mehr raus. Also einmal Mörder, immer Mörder. Bei anderen Sachen ist es ja nicht so. Zum Beispiel, wenn man mal Kiffer war, dann kann man sagen, ja, ich habe früher jeden Tag gekifft, aber das mache ich jetzt nicht mehr, ich bin kein Kiffer mehr. Ein Mörder kann das nicht, ein Mörder kann ja nicht so sagen, so, ja, ich habe früher jeden Tag nach der Arbeit so eine Frau abgestochen. Aber keine Sorge, ich mache das nicht mehr, ich bin kein Mörder mehr. Er ist für immer Mörder. Selbst wenn er nur so ein klitzekleines Kind umgebracht hat. Aber das stimmt gar nicht. Man kann sogar ein klitzekleines Kind umbringen, ohne lebenslänglich als Mörder zu gelten. Dann ist man meistens kein Mörder, sondern nur Feministin. Direkt nach dem Auftritt merkte ich, wie sich die Fennibut-Wirkung erst so richtig entfaltete. Es war wirklich so, als hätte mein Körper nach dem Einschmeißen gesagt, ey, gerade erstmal keine Zeit für eine Drogenwirkung, wir haben jetzt einen Auftritt. Und dann nach dem Drogenauftritt, alles klar, Zeit für Party. Bei meinem vierten Auftritt gab es krank viele Zuschauer, sodass mein Lampenfieber auf einem anderen Level war. Durch folgende Szenen sollte man sich in meine Situation hineinversetzen können. Wir machen ganz viel Lärm für die nächste Comedian. Hier ist der Simon Huber! Lass den Mann durch auf deine Bühne, jawoll! Oh Mann. Ich hoffe, der Typ auf der Bühne ist witzig. Das denken wir alle gerade. Der nächste Joke ist neu. Probieren wir mal was Neues. Manchmal habe ich so Gedanken, wo ich mir nicht sicher bin, ob die rassistisch sind.
Ich bin neulich so in der U-Bahn gesessen und da saß neben mir so ein People of Color. Und dann in der nächsten Station steigt ein anderer People of Color an der anderen Tür ein und ich dachte mir so, es wäre so geil, wenn die zwei sich jetzt kennen würden. Und ja, dann gehen sie so aufeinander zu, yo, was geht, what up, my friend? ja, aber ich glaube, es ist schon so ein bisschen rassistisch, weil ich glaube, bei anderen Ethnien, da hätte ich diesen Gedanken jetzt so nicht gehabt. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Asiate eingestiegen wäre, da hätte ich wahrscheinlich was völlig Normales gedacht, was überhaupt nichts damit zu tun hat. Sowas wie, ja, ich glaube, ich mache mir heute Abend ein bisschen Risotto, Reis, nein, Risotto nur. Oder wenn jetzt zum Beispiel ein Weißer eingestiegen wäre, hätte ich wahrscheinlich nur so gesagt, Servus Markus. Der Auftritt lief insgesamt gut. Die Leute haben da immer sehr laut gelacht. Nur die letzten zwei Jokes waren ihnen zu hart. Bei welcher Werbung läuft doch eher das Wasser im Mund zusammen? Ja, mehr habe ich nicht Zeit, ja. Die ersten Jokes fandet ihr aber witzig zum Glück. Eine hat sich sogar danach persönlich bei mir beschwert. Das Gespräch lief so, hey, der eine Joke am Schluss ging schon ein bisschen zu weit. Ja, ist halt Geschmackssache. Bei sowas ist das eigentlich keine Geschmackssache. Also beim letzten Auftritt fanden es die Leute lustig, also ist es wohl eindeutig Geschmackssache. Also ich weiß nicht, wie etwas mehr die Definition von Geschmackssache erfüllen kann. Danach habe ich ihr aber noch Props gegeben, weil ich es schon gut fand, dass sie den Mut hatte, zu mir hinzugehen und mir dieses Feedback zu geben. Danach habe ich den Witz auch erstmal nicht mehr auf der Bühne gemacht. Die ganz harten Sachen werde ich ab jetzt nur noch bringen, wenn ich weiß, dass das Publikum zu 100% den richtigen Humor dafür hat. Man muss ja die Leute nicht unnötig provozieren. Weil ich so jemand bin, der halt einen tiefschwarzen Humor hat, ist es schwierig für mich einzuschätzen, wie kontrovers ein Joke vom Publikum aufgenommen wird. Und in meinen Augen war der Joke eigentlich gar nicht so hart. Und als bei meinem ersten Auftritt eine Frau im Publikum so über ihn gelacht hatte, also bei welcher, sah ich mich darin eigentlich nur bestätigt. Den fünften Auftritt habe ich dann auf Weed gemacht. Auf Weed ist man in der Regel ja ganz witzig drauf und vielleicht hilft das ja, dass ich beim Publikum witziger ankomme. Circa eine Stunde vor dem Auftritt gönnte ich mir eine Ladung Weed in einem Verdampfer. Weed wirkt ja eigentlich entspannend, aber wie beim Fenibut kann ich sagen, dass das Weed keine Chance gegen das Lampenfieber hatte. In der U-Bahn auf dem Weg zum Auftritt fühlte ich mich noch ultra high, aber je näher der Auftritt, desto mehr überwog das Lampenfieber. Während dem Auftritt hat mich das Weed gefühlt verunsichert, also ich kam mir bei keinem Auftritt so unsicher auf der Bühne vor wie bei dem, wo ich auf Weed war. Wo waren wir? Der Auftritt lief auch nicht besonders gut, obwohl ich viele schwarze Jokes rausgenommen hatte, war der Humor für die Crowd immer noch zu schwarz. Nur ein Ehrendude ist bei so ziemlich jedem Witz abgebrochen. Er hat meinen Humor auf jeden Fall. Sehr gut, er gefällt mir hier. Die Sache, die Weed an dem Tag am ehesten ausgelöst hat, war, dass es mir nach dem Auftritt irgendwie sehr lange mental schlecht ging. Ich hatte schon drei Auftritte, wo ich nicht mit der Reaktion des Publikums zufrieden war, aber nur da, wo ich auf Weed war, war ich irgendwie voll traurig deswegen. Bei den anderen suboptimalen Auftritten habe ich mir dann einfach so gedacht, ja passt, ich bin halt noch Anfänger, ich muss halt noch schauen, was ich verbessern kann. Nach dem Weed-Auftritt hatte ich so voll Sorge, dass ich so schlecht war, dass die mich nie wieder auf einem Open Mic spielen lassen. Ich sage ja schon immer, dass ich nicht der größte Weed-Fan bin, aber das hat meinen Eindruck nochmal bestätigt. Es ist natürlich Typsache, Vincent Pfefflin hat da wahrscheinlich andere Erfahrungen. Dieses Video heißt Stand-Up auf Drogen, aber in Wirklichkeit ist Stand-Up die eigentliche Droge. Okay, es ist jetzt nicht wirklich eine Droge, aber die Gefühle, die ich während und vor den Auftritten gespürt habe, waren sehr viel stärker als die Effekte der Drogen. Und man könnte ja jetzt sagen, ja, die Dosis war zu niedrig. Ja, einerseits, wenn ich die zehnfache Menge genommen hätte, hätte definitiv
der Effekt der Droge dominiert, aber die Drogen waren zumindest stark genug, dass ich mich immer direkt nach den Auftritten ordentlich high gefühlt habe. Und irgendwie jage ich auch jetzt noch das High von den besten Auftritten. Bei einem Auftritt ausschließlich Jokes zu machen, wo das Publikum nicht mehr kann vor Lachen, übertrifft mit Sicherheit die meisten Drogenräusche. Bei Stand-Up-Comedy geht es nicht nur darum, Jokes mit guten Pointen zu schreiben. Man erkundet damit auch die menschliche Psyche. Ein potenziell guter Joke kann scheitern, wenn du ihn zum falschen Zeitpunkt bringst, weil du noch nicht die geeignete Stimmung für den Joke aufgebaut hast. Ich habe so eine Tendenz zum Autismus. Ich schätze viele soziale Situationen falsch ein, aber ich denke, dass ich das durch Stand-up sehr gut verbessern kann, weil man da lernen muss, die Energie in einem Raum zu lesen. Zu lernen, wie man möglichst gut eine Crowd zum Lachen bringt, kann in sehr vielen zukünftigen Lebenssituationen nützlich sein. Meine YouTube-Videos werden dadurch mit noch geilerem Humor ausgestattet. Stand-up wird mir definitiv auch dabei helfen, meine Rhetorik zu verbessern und mein Stottern zu reduzieren. Man lernt, mit Aufregung umzugehen. Außerdem versuche ich, seitdem ich damit angefangen habe, in jeder Alltagssituation einen Joke zu sehen, was das Leben auch irgendwie spaßiger macht. Das, was aber am ehesten durch Stand-up gefördert wird, ist Kampfgeist. Sich zu trauen, trotz krassem Lampenfieber auf die Bühne zu gehen, sich dann zu blamieren, weil man keinen Lacher erzeugt hat und dann zu sagen, ich ändere meinen Text ein bisschen um und gehe morgen wieder auf die Bühne und hoffentlich wird es besser, braucht ein ganz bestimmtes Kaliber an Menschen. Narzissten, die es zu sehr lieben, im Mittelpunkt zu stehen zum Beispiel. Seitdem ich Stand-Up-Comedy mache, habe ich zum ersten Mal das Gefühl, dass ich meiner Kreativität wieder freien Lauf lassen kann. Wenn ich an einem YouTube-Video arbeite, lenkt es mich immer zu sehr zum Thema Drogen. Man kann bei Stand-Up halt wirklich einen Joke über alles machen. Seitdem ich auf Instagram angekündigt habe, dass ich mit Stand-Up angefangen habe, fragen die Leute ständig, ob man sich irgendwo einen ganzen Auftritt ansehen kann. Also zum einen sind manche Jokes so hart, dass ich mir vorstellen könnte, dass YouTube das Video löscht. Und um ehrlich zu sein, will ich meine Lieblingsjokes erstmal nicht auf YouTube zeigen, weil ich lieber will, dass ihr die live erlebt. Die meisten Auftritte sind sogar kostenlos. Wenn ihr Fans von sehr schwarzem Humor seid, folgt mir auf Instagram. Da werde ich am ehesten darüber informieren, wo und wann ich auftrete. Es kommt hinzu, dass ich noch Anfänger bin und lieber erst Clips auf YouTube hochladen will, wenn sich meine Skills deutlich verbessert haben. Falls ihr trotzdem unbedingt jetzt einen Auftritt von mir sehen wollt, ich habe die Aufnahme von einem Auftritt für alle 5 Euro Patreon-Supporter freigeschaltet. Es lohnt sich aber wirklich absolut nicht, dafür 5 Euro auszugeben. Ich habe sogar bei dem Post dazu geschrieben, dass man es nicht schauen soll, wollte halt nur für die ganz harten Supporter eine Option anbieten. Es zu schauen, wenn sie es denn unbedingt schauen wollen. Würde euch ein Teil 2 interessieren, wo ich auf anderen Drogen Stand-Up mache? Wenn ja, welche? In dem Video habe ich ja jetzt nur mal Drogen genommen, die man mir beim Auftritt nicht anmerken sollte. Bei denen, wo man es mir anmerkt, müsste ich natürlich den Veranstalter vorher fragen. Ich glaube, die meisten würden es nicht feiern, wenn ich unangekündigt völlig zugeballert auf der Bühne stehen würde. Am Schluss möchte ich noch die Münchner Stand-Up-Community grüßen. Wir sehen uns hoffentlich bald. Peace.